Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbauprojekt hier auf meinem Kanal für zwischendurch. Denn ich habe mir überlegt, ich habe Lust mal einen Jurassic Park oder einen Jurassic World Park zu bauen, der komplett gemoddet ist und mal komplett anders aussieht als die Parks, die wir bis jetzt gebaut haben. Und deswegen habe ich jetzt hier schon einige Mods installiert und freue mich sehr darauf. Das Ganze habe ich mir überlegt, machen wir auf Isla Pena. Die ist relativ klein, also die sollte relativ schnell fertig sein dann die Insel. Aber die ist auch mega schwer zu bebauen, wegen den Höhenunterschieden und halt, weil alles platztechnisch nicht ganz so einfach ist. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich würde auch sagen, wir starten jetzt direkt. Jurassic Park Setting machen wir. Das mache ich einfach, weil ich habe eine Mod installiert, dass wir dann alle Gebäude benutzen können. Und natürlich auf Kreativ. Und dann können wir schon auf die Insel starten. Und da kommen wir schon. Bei Nacht ist es ganz düster. Das ist halt, glaube ich, so eine kleine Vulkansteininsel, wenn mich nicht alles täuscht. Die ist auf jeden Fall sehr felsig, sehr viele Höhenunterschiede, sehr eng. Also man hat nicht viel Platz zum Bauen. Ist aber eine sehr schöne Insel, wie ich finde. Eine sehr interessante Insel. Und die Musik ist auch schon mal sehr schön. So, jetzt haben wir es geschafft. Sieht natürlich jetzt erstmal auf den ersten Blick mega, mega düster aus. Aber wenn wir jetzt Tag anmachen, finde ich die eigentlich sehr einladend, muss ich sagen. Also vom Optischen her. Jetzt mal schaut, der Unterschied. Tada! Da ist die Insel. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Hier mit diesen ganzen Klippen und dem Wasser. Und ihr seht schon die ganzen Höhenunterschiede. Und diese ganzen Felsen. Das finde ich mega cool. Also es wird halt optisch auch später richtig cool aussehen, dass hier überall direkt Wasser ist und diese Klippen. Wir können ja mal kurz die Baufläche angucken. Hier hat man so einen schönen Bereich, so fast schon sternförmig. Dann sind hier immer so Durchgänge. Hier unten nochmal ein kleiner Bereich. Hier oben ein kleiner Bereich. Und hier ein kleiner Bereich. Das heißt, wir haben wirklich nicht viel Platz. Wir müssen das Ganze gut planen und gut durchdacht bauen. Da wir Jurassic Park Setting ausgewählt haben, können wir sogar den Einstiegsort später selbst platzieren. Das ist auch super praktisch, weil normalerweise wäre der hier oben. Deswegen können wir jetzt eigentlich erstmal anfangen zu bauen, wo wir möchten. Ich glaube, ich fange erstmal in dieser Ecke an zu bauen. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal so ein bisschen die Bäumchen weg. So, jetzt sind alle Bäume so weit weg. Die am Rand kriege ich leider nicht weg, aber die sind auch nicht schlimm. Das passt, denke ich mal, soweit. Und hier werden wir natürlich unser erstes Gehege bauen. Ja, ich habe natürlich einige Mods installiert. Ich werde die auch unten für euch in die Videobeschreibung packen, so gut wie es geht. Hab die allerdings auch so ein bisschen durcheinander gemixt. Und ich habe sogar eine eigene Mod mit reingepackt, die ich selber gemacht habe. Meine erste richtige eigene Mod, nämlich eine Wegemod. Die habe ich nämlich so Holzwege mal gemacht. Ich zeige euch die mal. Drei verschiedene. Den Untergrund seht ihr auch schon, der ist auch ein bisschen anders. Mit diesen Wegen werden wir heute hauptsächlich arbeiten. Das sind alles so Holzwege. Das ist hier der schicke Weg. Das ist der normale Weg. Und das ist einfach nochmal so ein, ja, wie nennt sich das nochmal? Nicht robust? Ja, auch irgendwas mit R. Ich denke mal, ihr wisst das Wort, was ich meine. Ist aber ganz schön geworden, finde ich. Ist auch relativ einfach, sich eigene Wege zu erstellen. Ja, aber auch mega spannend, dass wir jetzt mal sowas Eigenes haben. Finde ich cool. Damit werden wir halt arbeiten. Aber erstmal stecken wir jetzt hier den Bereich für unser erstes Gehege ab. Ich denke mal, ich werde hier relativ viel den natürlichen Rand so ein bisschen benutzen. Ich glaube, ich mache einfach hier vorne so einen Zaun vor und hier kommt dann unser erstes Gehege hin. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung Vulkanlandschaft gehen, weil wir haben ja zum Beispiel auch keinen Sand. Wir haben nämlich so coolen Gravel. Ihr seht, der sieht ziemlich nice aus. Also nicht Gravel, wer ist das denn nochmal? Schiefer. Heißt das Gravel auf Englisch? Ich glaube schon. Da haben wir natürlich Felsen hier. Dann haben wir auch nochmal so einen coolen Erduntergrund. Den finde ich auch ganz nice. Der sieht so ein bisschen, ja, moosig aus mit so ein paar erdigen Stellen zwischen und natürlich den Rasen, den seht ihr ja schon. Das sind die Sachen, die wir nutzen können. Und ich denke mal, damit können wir wirklich es schaffen, so ein richtig cooles, ausgetrocknetes Gehege hier hinzupacken. So stelle ich mir das zumindest vor. Und da kommt dann irgendein großer Fleischfresser rein. Welcher das sein wird, weiß ich noch nicht, aber auch irgendeiner, der mit Mods enorm verändert wird, denke ich mal. Aber erstmal geht es jetzt darum, das Gehege hier vernünftig abzustecken. Das werde ich wahrscheinlich hier irgendwo anfangen an der Kurve. Denke mal hier. Versuche, glaube ich, auch hier so eine kleine Ecke reinzumachen. Ja, die Frage ist auch, wie nah muss ich jetzt hier ranbauen, damit er später nicht ausbüchsen kann.
Ich hoffe, das wird gleich alles soweit klappen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich schön, wenn das klappt. Ich muss mal gucken, ob ich hier auch dann später teilweise Sachen im Speedbuild mache. Ich glaube, so sollte aber eigentlich reichen, wenn ich das so schräg platziere. Weil, ja, manche Sachen dauern halt sehr lange, wenn man bestimmte Details hier erzeugen und erreichen möchte. Gerade bei so Zaunarbeiten werde ich wahrscheinlich relativ viel rausschneiden, weil das immer sehr frickelige Angelegenheiten sind. Da muss man dann oft was korrigieren und so. Ich möchte jetzt aber eigentlich erreichen, dass einfach hier am Ende ein etwas dickeres Stück ist. Jetzt haben wir nämlich hier so ein kleines Dreieck. Das finde ich ganz cool. Wenn wir hier später dann noch einen Baum fortkriegen oder so, wäre das ideal. Dann würde man nämlich hier gar keine Lücke mehr sehen. Ein Dino sollte hier nicht mehr durchkommen, aber das müssen wir halt noch irgendwie verstecken. Weil viel besser geht's nicht. Wir sind hier direkt am Parkrand. Das heißt, wenn jetzt hier noch irgendwie ein paar Bäume später vor sind, vielleicht nicht ganz so fette Bäume. Nur einer würde schon reichen. Guck mal, das würde ja schon gehen. Dann wäre das schon relativ gut getan. Vielleicht können wir dann später hier auch noch ein paar Felsen oder so reinmachen. Wir haben nämlich auch so ein paar gemoddete Felsen, wo man dann teilweise auch so ein bisschen außerhalb des Parkbereichs bauen kann. Also ihr seht das hier schon. Hiermit kann man nämlich auch so ein bisschen rausgehen aus dem Parkbereich. Das ist ganz cool. Vielleicht können wir damit das später auch noch ein bisschen zubauen. Aber so finde ich das schon mal gar nicht so schlecht. Von der Form her will ich ungefähr, denke ich mal, hier hinkommen. An diese Schräge. Die ist, glaube ich, ganz cool. Also, dass wir hier vorne hinbauen. Natürlich auch wieder so eine sehr offene Fläche, ne? Naja, wenn das dann da nicht ganz ideal ist, dann ist das halt so. Das können wir dann auch nicht ändern. Macht mir dann, glaube ich, auch nichts. Muss ja auch nicht alles perfekt sein. Wir werden das dann später so gut wie es geht mit Bäumen noch verstecken. Aber ich versuche jetzt erstmal hier eine vernünftige Rundung da vorne hinzumachen. So, jetzt haben wir eigentlich eine ganz ordentliche Rundung. Das müssen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen interessanter gestalten. Aber das hier wird unser erstes Gehege werden. Ich glaube, ich mache... Also ich werde hier auf jeden Fall irgendwie mit Doppelzaun arbeiten, aber ich glaube, ich versuche hier mal einfach noch ein paar Felsen oder so vorzumachen. Wir können ja mal diese Felsen nehmen. Dann an dieser Stelle vielleicht kein Doppelzaun machen, sondern so eine natürliche Barriere, wie man das von Planet Zoo kennt. Weil diese Felsen sind echt cool hier. Den kann man echt gut arbeiten. Die haben eine sehr interessante Form und man kann sogar so ein bisschen außerhalb des Parkbereichs arbeiten. Seht ihr das? Und schon sieht das hier nicht mehr ganz so offen aus. Finde ich echt ganz cool. Die haben auch so eine spitze Form, so ein bisschen nach rechts. Das ist auch ganz cool. Dadurch wirken die halt auch schon so ein bisschen wie eine natürliche Barriere. Das werde ich auf jeden Fall aber auch nicht zu groß machen. Die kann man auch so ein bisschen ineinander glitschen. Das ist auch cool. Weil ihr seht ja diese dicken blauen Linien, wo die jetzt die Maus drüber ist. Ich kann es euch leider nicht besser zeigen. Das ist eigentlich nur das Model. Und das Model scheint ist halt so ein bisschen, ragt halt drüber hinaus. Deswegen kann man das da so ein bisschen reinplatzieren. Nicht sehr praktisch, muss ich sagen. Könnten wir nämlich so machen. Und dann sehen die Felsen aus wie in einem Guss, als wenn die zusammengehören. Dann könnte man hier am Rand zum Beispiel nochmal einen anderen Felsen nehmen. Oh, das ist jetzt ein Baum. Ja, ihr seht schon, ich habe einiges mit Mods hier installiert. Da muss ich auch erstmal mich selber ein bisschen dran gewöhnen. Machen wir das hier so nah ran, wie es geht vielleicht. Dann haben wir hier nämlich nochmal so ein bisschen einen anderen Abschluss. Das ist jetzt vielleicht nicht der schönste Felsen. Vielleicht sollten wir da einen anderen nehmen. Nämlich den hier vielleicht. Ist zwar noch größer. Ich glaube, der könnte ein bisschen besser passen. Wenn der dann hier hinpasst. Okay. Ja, so ungefähr. Also da werde ich gleich auf jeden Fall noch ein bisschen überarbeiten, das Ganze. Dass es ein bisschen schöner aussieht, ein bisschen rumprobieren. Aber erstmal muss natürlich der Grundriss stehen. Die Idee ist später, dass wir... So, bis zumindest in meinem Kopf. Entweder hier dann diese Türme hinmachen. Die dann hier rüber gucken. Oder hier hinten. Allerdings müssen wir auch noch ein Tor zum Beispiel einbauen. Das würde ich dann, glaube ich, irgendwo hier einbauen. Vorne. Und hier den Rest des Zauns würde ich mit Doppelzaun, glaube ich, machen. Wo haben wir hier denn das Tor? Das müsste hier sein. Jetzt können wir entscheiden zwischen... Ah, das Tor können wir auch einbauen. Ah, das ist aber ein bisschen doof, weil das diese Schienen hat. Das lassen wir dann lieber. Das ist jetzt hier das blaue. Oder halt das rote Tor. Oh, die sind auch anders von der... Ah, nee, sind die nicht. Okay. Aber wir wollen natürlich das Danger-Schild vorne. Das heißt, so rum ist schon richtig. Ich würde fast sagen, dass wir das... Oder sollen wir das an den Rand machen? Eigentlich macht an den Rand mehr Sinn, ne? Wenn wir das hier irgendwo hinmachen. So ungefähr. Und dann müssen wir natürlich noch schauen, dass wir mit dem Doppelzaun das... da auch noch vernünftig hinbekommen.
Wir wollen natürlich ein Schleusentor einbauen. Weil das soll halt ein großer Fleischfresser hier werden, der hier reinkommt. Wie weit habe ich jetzt gebaut? Ihr müsst euch auch, wenn ihr sowas baut, immer so ein bisschen orientieren. Am besten drückt ihr einmal Leertaste, dann habt ihr diese Linien. Und anhand dieser Linien könnt ihr euch immer so ein bisschen orientieren. Geht zum Beispiel zu dieser Linie ungefähr in die Mitte. Das können wir jetzt hier genauso machen. Ungefähr in die Mitte bei dieser Linie. So. Jetzt habt ihr ungefähr den gleichen Abstand. Es ist nicht ganz perfekt, aber viel besser kriegt man es nicht hin. Die Frage ist halt jetzt, ob das schon ausreicht für mein Doppeltor. Tut's tatsächlich. Oh, perfekt. Oh, da blickt man halt schon selber nicht mehr durch. So, das müssen wir jetzt auch einmal möglichst gerade hier platzieren. Eigentlich möchte ich das hier auch noch so ein bisschen abändern. Ich mache hier mal so eine Zwischenlinie hin. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine schöne Schleuse. Und jetzt könnten wir hier schon versuchen, das Ganze ein wenig interessanter zu... Oh, hier kann man auch so machen. Schaut mal, hiermit könnte man sogar auch noch ein bisschen Platz rausholen. Das ist gar nicht so schlecht. Kann man jetzt das verbinden? Ja, perfekt. Das heißt, wir ragen jetzt sogar mit diesem Stück noch ein bisschen drüber hinaus. Das ist gut. Jetzt habe ich hier irgendwie... Hä? Ich kann jetzt auch nicht entfernen. Okay, das scheint verbuggt zu sein. Guck mal. Okay, so. Aber ihr seht, was ich meine. Jetzt rage ich da auch schon mal ein bisschen rüber. Das ist super. Genau, das wollen wir eigentlich erreichen. Ich würde jetzt gerne hier noch so ein Zwischenstück machen. Könnten wir erreichen, indem wir das wegmachen. Genau, und jetzt könnten wir hier in der Mitte nochmal einen Pfeiler setzen. Beziehungsweise nicht ganz in der Mitte. Ich versuche so, dass es hier gerade übergeht. Aber das geht nicht. Da blockiert das Tor. Ich kann erst hier bauen. Also viel besser geht's nicht. Dann machen wir so. Perfekt. Das sieht doch schon super aus. Und das gleiche versuchen wir natürlich auch auf dieser Seite. Da können wir nämlich dann auch... Da müssten wir dann hier einmal die Mauer entfernen. Und jetzt können wir nämlich hier wieder einen Einrastpunkt suchen. So nah wie es geht, bis das Tor nicht mehr rot ist. Und nicht mehr blockiert. So. Und dann können wir das Ganze entfernen. Und jetzt haben wir hier nämlich die Säule. Damit kann man dann immer arbeiten. Ich habe das Ganze jetzt mal fertig gemacht. So sieht es jetzt aus, das fertige Ergebnis. Sieht doch eigentlich schon mal ganz interessant aus von der Form, ne? Ist mal was anderes. Hier vorne dann kein Doppelzaun, weil da halt Klippen vor sind. Wir müssen uns nachher hier auf jeden Fall noch was überlegen, weil das sieht noch ein bisschen offen aus. Kann auch sein, dass hier der Dino noch durch kann. Da müssen wir mal schauen. Aber ich werde jetzt hier, glaube ich, erstmal noch ein wenig den Zaun abändern. Ich glaube, ich mache nämlich hier vorne noch so einen Zaun rein. Einfach damit das ein bisschen Abwechslung hat und auch ein bisschen interessanter ist. So, so reicht eigentlich schon fast. Ich könnte auch hier hinten das so lassen. Vielleicht auch. Ne, das macht keinen Sinn. Ich lasse das, mach das hier hinten auch so. Das ist eigentlich in Ordnung. Und das Endstück, das lasse ich dann mit so einem nicht durchsichtigen Zaun. Und damit ist der Zaun schon mal fertig. Das ist schon mal richtig cool. Ich werde jetzt aber noch versuchen, das Ganze hier ein bisschen interessanter zu gestalten von der Erhöhung und so her. Ich glaube nämlich, ich werde hier versuchen, so... bisschen zumindest runter zu gehen. Nicht zu viel. So ein bisschen. Ich habe übrigens die Hilfslinien aktiviert. Die könnt ihr in den Einstellungen aktivieren. Das ist sehr praktisch, wenn ihr mit Höhenunterschieden arbeiten wollt. Also ich will halt hier das Gehege ein bisschen absenken. Das kennt ihr ja schon ganz gut aus Planet Zoo. Weil wenn das Gehege abgesenkt ist, haben die Besucher später einen besseren Blick auf das Gehege. Weil sie halt von oben nach unten schauen so ein bisschen. Wenn die dann hier auf dem Turm sind. Natürlich müssen wir hinten dann wieder höher gehen, weil es... natürlich da sehr uneben wird. Und dadurch geht natürlich auch wieder Platz verloren. Das seht ihr auch schon. Aber es soll auch sehr hügelig später sein. Das ist völlig in Ordnung. Da habe ich gar kein Problem mit. Weil die Größe vom Gehege ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Ich möchte hier noch einen Fluss durchhaben, auf jeden Fall. Der sich hier so ein bisschen durchschlängelt. Das Flusstool ist... Das kennt ihr sicherlich alle schon. Das ist ja auch immer ganz, ganz schlimm. Man zeichnet in der Regel eigentlich immer erstmal größer. Und dann muss man halt gucken, dass man das Ganze dem Entferntool dann so anpasst, wie man es dann wirklich haben möchte. Weil halt so ein Fluss, der sich hier so ein bisschen durchschlängelt. Links und rechts kommt dann gleich noch so ein bisschen was Felsiges hin. Das sieht doch schon mal relativ gut aus. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. So ungefähr... Ja, so ungefähr wird später die Flussform sein. Müssen wir dann auch mal schauen, weil ich habe jetzt hier noch vor, das Ganze so ein wenig anzuheben.
Natürlich aufpassen, dass wir nicht zu viel anheben. Ich glaube, hier bin ich schon ein bisschen zu nah rangegangen. Ja, auch ruhig so ein bisschen schmaler sein alles. Aber auch nicht zu schmal. Hier vorne kann das ruhig ein bisschen breiter sein. Das macht rein gar nichts. Aber auch nicht zu breit. Ich will halt trotzdem noch diese, so ein relativ trockenes Gehege bauen. Ja, die Grundform ist schon mal relativ gut. Ich glaube, ich pinsel mal ganz kurz hier alles mit dem Zeug hier über. Weil es soll halt später ein trockenes Gehege sein. Und dann haben wir schon mal die Grundfarbe so ein bisschen erreicht von dem Gehege. Aber ich finde hier dieses Schiefer eigentlich ziemlich cool bei der Mod. Sieht richtig aus wie so Vulkangestein. Guck mal, wie das Gehege jetzt schon komplett anders aussieht. Ist das nicht cool? Wie viel sowas ausmacht. Das ist echt krass. Hier auf diese Bergchen mache ich so eine kleine Spitze drauf. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die auf jeden Fall ein bisschen anders drehen. So, und jetzt kriegen wir schon eine ziemlich coole Grundform hier hin, wie ihr seht. Das sieht schon auf jeden Fall interessant aus, das Gehege. Jetzt könnten wir hier nochmal den... Oh, ich habe lange nicht mehr gespielt, ich verklick mich echt häufig. Ist aber wieder cool, das Spiel zu spielen. Jetzt könnten wir hier mal so einen trockenen Baum noch reinmachen. Eigentlich hier so rüber wäre ganz cool. Vielleicht so. Ja, sehr cool. Also diese ausgetrockneten Bäume, die umgefallenen, die passen hier wirklich richtig gut in das Bild. Das sieht echt toll aus. Cool. Und wenn wir hier später dann noch so ein bisschen das Ganze ausschmücken, noch ein bisschen mehr anmalen vom Boden her, dann wird das auch richtig interessant werden, glaube ich. Jetzt hier alles so ein bisschen Minimalarbeit. Ich werde auch noch Bäume hier reinmachen. Vielleicht Redwood Trees. Ich denke mal, die würden ganz gut hier reinpassen, wenn wir später diese Bäume hier so ein bisschen verwenden. Und natürlich auch ein bisschen begrasen und so werden wir auch noch. Ich glaube, ich mache hier vorne auch nochmal so einen kleinen Hugel hin. Aber nur so einen ganz kleinen minimalen Hugel. Der also wirklich nur so ein ganz bisschen hoch geht. Und dann nehmen wir dann mal diesen Stein, der so ein bisschen seitlich ist. Cool. Der könnte sogar noch ein bisschen nach hinten, wenn ich ehrlich bin. Also eher so in diese Richtung. Hier so vielleicht hin. Okay. Dann so von der Ausrichtung. Das sieht doch schon super aus. Sehr schön. Müssen wir hier gucken, dass wir das hier noch wieder interessant machen. Das Gewässer. Dürfen wir aber auch nicht zu sehr übertreiben mit dem Wasser. Okay, das sieht doch schon super aus. Da hinten könnten wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Wasser wegnehmen. Sehr schön, sehr schön. Das sieht super aus. Und wir müssen natürlich dann später auch das Ufer, oder was heißt später, das machen wir jetzt, das Ufer auch noch so ein bisschen ausschmücken. Dafür ist das hier, glaube ich, ziemlich cool. Wenn wir das so ganz leicht damit machen. Dürfen aber echt nicht übertreiben. Und wir müssen auch später noch mit Fels hier so ein bisschen arbeiten, dass wir hier so ein bisschen Übergänge machen. Und das alles ein bisschen spannender wird. Und überall auch noch so ein bisschen Grün einbringen. Und so weiter und so fort. Also es macht echt viel aus, wenn man mit dem Terrain-Tool so leichte Übergänge macht. Dadurch sieht das alles viel natürlicher aus und schöner. So. Auch immer schön ruhig ungleichmäßig arbeiten. Die Natur ist auch nie gleichmäßig. Ihr seht schon, das nimmt schon echt Form an, ne? Wenn man da hier so ein bisschen rumpinselt und so weiter. Da kann man sich dann auch ruhig ein bisschen austoben, dass dann mal hier so ein Streifen ein bisschen weitergeht. Hier vorne beim Tor werde ich wahrscheinlich auch so ein bisschen den Streifen reinmachen. Das macht nicht wirklich Sinn, ne? Dass hier auf einmal Rasen wächst, wo man rüberfährt. Nee, das macht keinen Sinn. Vielleicht könnten wir hier eher so ein bisschen felsig das Ganze gestalten. Ich will es auch nicht zu grün machen. Also es ist hier mir schon teilweise zu viel grün. Aber wir können gleich wieder grün entfernen. Das soll nur so ganz leicht schimmern am Rand teilweise. Das ist zumindest so das Ziel, was ich habe. Wir kriegen auch gleich noch ein bisschen Grüne durch Büsche rein. Durch diese Bepflanzungen. Hier bei Bäumen und so können wir auf jeden Fall auch später grün machen. Müssen wir da mal gucken. Sieht doch schon gut aus. Das geht schon in eine sehr gute Richtung, muss ich sagen. Ich will noch einen weiteren umgefallenen Baumstamm. Frage ist nur, wie platzieren wir den? So vielleicht? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Hier so am Rand. Ja, das sieht nice aus. Das sieht richtig gut aus.
So, als Pflanzen nehmen wir natürlich gleich diese hier. Die sind, glaube ich, perfekt. Aber wir dürfen auch nicht übertreiben damit. Teilweise nur so minimal arbeiten. Das sieht schon super aus. Das ist echt cool. Ihr seht schon, wir können jetzt hier gleich auch wieder ein bisschen was von dem Grün am Rand abnehmen, weil die Büsche halt auch nochmal ein bisschen Begrünung geben. Wir dürfen halt auch nicht zu sehr übertreiben mit den Büschen. Das ist ganz wichtig. So. Ich würde mal gucken. Weniger ist manchmal mehr, Leute. Ihr wisst es ja. Weniger ist manchmal mehr. Das ist aber jetzt halt alles so ein bisschen Feinarbeiten. Und da muss man dann so ein bisschen ausprobieren, was dann später cool aussieht. Das gefällt mir schon echt gut. Es geht wirklich in eine sehr gute Richtung. Sieht sehr ausgetrocknet aus. Wir müssen später auch noch, oder gleich noch, ich sag immer später, wir machen das ja alles in diesem Video. Das Gehege mache ich auf jeden Fall fertig in diesem Gehege, in diesem Video. Sprachstörungen sind auch wieder inklusive. Hier müssen wir an Rändern auch noch so ein bisschen den Übergang dann machen und vielleicht auch noch wieder mit Felsen ein bisschen arbeiten. Damit das hier so aussieht, als wenn das noch in einem Fluss oder in einem Guss übergeht, so ein bisschen. Ihr seht das schon, ne? Das kann man, glaube ich, ziemlich cool hier gestalten. Ich werde mich da jetzt mal ein bisschen austoben und dann bringe ich euch zurück. Ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen weitergemacht. Ihr seht jetzt schon, die Übergänge sind hier jetzt relativ gut. Hier überall nochmal so ein paar Feinheiten reingemacht, ein paar Felsen, ein bisschen begrünt, hier hinter noch ein bisschen befelst und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt erstmal mit euch ein wenig mich um die Bepflanzung kümmern hier. Wir werden hier nämlich auf jeden Fall mit Redwood Trees so ein bisschen arbeiten. Aber auch versuchen, ein bisschen sparsam zu sein. Also nicht zu sehr übertreiben. Auch nicht so platzieren, dass die uns die Sicht versperren. Also eher so im Hintergrund werde ich die, denke ich mal, machen, die Redwood Trees. Und auch nur so minimal. Also ich werde echt, glaube ich, nicht ganz so viele machen. Wir müssen halt wirklich gut gucken, wo wir die letztendlich platzieren und wo nicht. Ich will halt echt versuchen, dass es noch sehr ausgetrocknet aussieht. Das ist ja so das Ziel von dem Gehege. So ein bisschen. Deswegen mache ich hier, glaube ich, echt nur so vereinzelt ein paar Bäume. Vielleicht entferne ich die auch gleich wieder, da bin ich mir noch gar nicht sicher. Aber ich möchte hier oben auch noch irgendwie was Interessantes hingestalten, wenn ich ehrlich bin. Dass hier vielleicht irgendwie so ein Gang hochgeht. Hier hinten, wo das Flussende ist. Den Fluss kann ich ja leider nicht hochführen. Es wäre cool, wenn hier hinten noch so ein Wasserfall wäre. Das wäre mega awesome. Aber das geht ja bei dem Spiel leider nicht. Finde ich sehr schade, dass man keine Klippen bauen kann, dass man keine Wasserfälle bauen kann. Ist das hier zu hoch? Ich glaube, wir könnten hier auch noch ein Stück runtergehen. Ungefähr. Je weiter ich runtergehe, desto mehr Fläche geht natürlich verloren. Weil hier einfach die Schräge dann umso höher wird. Oder umso größer wird. Ich würde hier ganz gerne so eine Ecke machen, wo er in Ruhe essen kann, dann der Fleischfresser. Ohne, dass er groß beobachtet werden kann. Ein bisschen mit Klippen abgeschirmt. Das wäre ideal. So ist das auch super. So minimal da die Klippen vor. Ich hätte die gerne auch noch hier auf die Schräge platziert. Das geht aber allerdings nicht. Aber so ist ganz cool. Dann kann er sich hier hinter nochmal zurückziehen. Und hier soll er dann auch in Ruhe was fressen können. Was gibt's denn hier? Was ist denn der Unterschied? Ich weiß es gar nicht. Aber hier soll dann mittig so der Futterspender hin. Vielleicht sollen wir den erhöht machen ein bisschen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich soll der einfach hier auf dieser Ebene dann sein. Ich hoffe, der öffnet sich jetzt richtig rum. Schauen wir mal. Ja, perfekt. Gut, da kann er dann fressen. Ich werde natürlich auch noch hier vorne irgendwo einen Futterspender hinmachen. Hier ist eigentlich ein ganz schöner Ort dafür, ne? Bietet sich eigentlich an. Ich würde eigentlich auch noch gerne einen Ziegenfutterspender hier hinmachen, aber den kann man ja auch verstecken. Das ist doch super. Ja, das ist ein perfekter Ort dafür. Dann haben wir schon mal zwei Futterspender. Ziegenfutterspender ist jetzt auch nicht mega wichtig. Also definitiv nicht. Wir könnten auch den Ziegenfutterspender hier hinten hinmachen. Dann muss er hier vorne fressen gehen. Dann können die Leute ihn wenigstens sehen. Ich glaube, das ist sinnvoll, wenn wir hier den Ziegenfutterspender machen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die Ziegen hier ausbüchsen können und dann hier im ganzen Park rumlaufen. Will ich überhaupt einen Ziegenfutterspender? Ich glaube schon. Komm Leute, passt schon. Machen wir hier einen Ziegenfutterspender hin. Das hier der Jurassic Park Futterspender, den finde ich nämlich cooler. Das ist der mit dem Käfig. Nee, das ist der falsche. Okay. Weg damit. Die erste Ziege, das erste Lebewesen in unserem Zoo.
beziehungsweise Park. Das hier müsste der sein. Den möchte ich nämlich haben. Sehr schön. Werden wir gleich auch noch alles hier ein bisschen gestalten. So, jetzt seht ihr das. Der kommt nämlich mit zum Käfig hoch. Finde ich ein bisschen schöner. Ist mehr so meins. Ja, hier können wir dann natürlich auch nochmal wieder ein bisschen begrünen das Ganze. Wobei das keinen Sinn macht, dass hier begrünt ist, wo der Krams ist. Hier müsste man dann wieder mit Felsen und so weiter alles arbeiten ein bisschen. Und ich glaube, aus dem Parkrand können die aber auch nicht raus, die Ziegen. Wenn man so ein bisschen mit den Terrain-Tools hier arbeitet, dann kann man eigentlich auch diese Hilfslinien ausstellen. Weil die finde ich dabei eher ein bisschen störend. Ich kann euch mal zeigen, wo man das Ganze macht. Hier bei Gameplay müsste das sein. Genau, Terrain-Konturen. Das ist dieses Häkchen. In anderen Baumodi anzeigen. Ja, wir wollen es natürlich jetzt nicht haben. Weil dann kann man nämlich schöner pinseln. Dann sieht man nämlich auch, was man hier gerade macht. Ja, da müsst ihr dann euch einfach ein bisschen austoben. Ein bisschen die ganzen Texturen miteinander vermixen und vermischen. Dann seht ihr schon, dann wird das alles relativ interessant werden. Ist hier denn jetzt noch genug Platz, um hier rumzugehen? Ja, schon. Passt eigentlich. Aber das Problem ist, also der Dirt soll halt so ein bisschen einen Weg darstellen, aber das macht nicht wirklich Sinn. Weil warum sollte da, wo man drauf läuft, so grünes Zeug wachsen? Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist das eher unrealistisch, dass da so einen Dirtweg hochmache. Vielleicht kann ich das gleich nochmal ein bisschen am Rand ein bisschen hinmachen, so ein bisschen begrünen. So, zu düster soll es natürlich jetzt auch nicht sein. Ein bisschen begrünen können wir auf jeden Fall. Aber auch nicht zu viel. Also bei Bäumen und so geht das auf jeden Fall klar. Das sieht doch schon alles sehr, sehr gut aus. Ich liebe wirklich diese Schiefertextur hier bei dem Mod-Paket, was ich installiert habe. Das sieht echt cool aus. So, machen wir mal wieder hier noch so ein paar Pflänzchen hin. Die sorgen natürlich auch nochmal für ordentlich Begrünung. Gerade hier auch am Wasser und so können ruhig die ein oder anderen Büsche auch mal sprießen. Sowas ist cool, wenn das am Baumstamm direkt ist. Das feiere ich. Und schade, dass man sowas nicht einzeln platzieren kann. Ist halt bei Jurassic World Evolution leider alles nur ein bisschen Glückssache, was das angeht. Aber ihr seht schon, das sieht schon cool aus hier. Man sieht auf jeden Fall, dass das ein sehr ausgetrocknetes Gehege sein soll. Das gefällt mir nicht. Hier soll das ruhig trocken aussehen. Das ist echt cool. Hier oben können wir auch noch mal ein bisschen gestalten. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe es jetzt fertig. Hab noch mal den ein oder anderen Felsen ein bisschen umplatziert. Hab da hinten noch mal einen umgefallenen Baumstamm hingemacht, so ein bisschen bemoost und so. Ich bin jetzt schon sehr zufrieden, auch mit dem Zaun und sowas hier. Ja, die Beobachtungsgalerien, die machen wir dann in der nächsten Folge. Sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus. Sieht halt aus wie so ein altes Vulkangesteinsgehege, wo mittlerweile schon wieder so ein bisschen anfängt, die Natur zu wachsen. Finde ich ganz cool eigentlich. Ich habe hier oben jetzt auch nochmal einen Baum zum Beispiel hinplatziert. Hier habe ich das allgemein so ein bisschen begrünt. Sieht doch ganz cool jetzt aus. Also ich bin sehr zufrieden damit. Und jetzt fehlen natürlich nur noch die Bewohner von unserem ersten Gehege hier. Und diese habe ich natürlich auch schon vorbereitet. Es sind zwei Giganotosaurier. Auch mit einer sehr coolen Mod, wie ich finde. Wow, dieser Skin und diese Modeländerung hier oben. Finde ich mega cool. Richtig coole Mod. Das ist, glaube ich, die Mesozoic Live Mod. Also von dem Mesozoic Live. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber ich fand sie optisch sehr ansprechend. Und die war auch sehr beliebt bei der Community. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ich finde auch, dass dieser schwarz-rote Skin hier wahrscheinlich mega gut in unser Vulkan-Steingehege passen wird. Natürlich kriegt er auch noch ein Brüderchen oder ein Schwesterchen. Den lassen wir jetzt auch mal frei. Der hat nochmal einen anderen Skin. Aber auch in dem gleichen Stil. Nur ein bisschen so gold-gelben. Oder gold-gelb, nicht gelben. Und auch so ein bisschen rot hier unten. Wow, der sieht auch so mega gut aus. Ich liebe Modding einfach, Leute. Wenn ich mir das schon wieder so angucke hier, was wir jetzt hier schon wieder mit Mods zaubern können, ist halt ein komplett anderes Spiel gefühlt. Richtig nice. Ich freue mich schon in der nächsten Folge, wenn wir dann mal die ersten
Besuchereinrichtungen und sowas bauen können mit meinen eigenen Wegen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bringe jetzt mal die beiden neuen Dinos hier in deren Gehege und dann schauen wir uns das nochmal an. Und damit befinden sich unsere ersten Bewohner des Parks in ihrem neuen Zuhause. Und falls ihr einer dieser beiden sein wollt oder einen diesen beiden einen Namen geben wollt, dann könnt ihr gerne Namensvorschläge unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich megamäßig drüber freuen. Und ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr das ganze Projekt findet, wie ihr hier das erste Gehege findet. Falls ihr Ideen, Anregungen habt, könnt ihr die auch gerne unten reinschreiben. Und natürlich, falls es euch mindestens genauso viel Spaß macht wie mir, würde ich mich auch selber ein Däumchen freuen. Das war auf jeden Fall die erste Folge von unserem Fully Modded Parkbauprojekt. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, wünsche euch noch einen angenehmen Tag, bleibt gesund, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.